ob ich mich in ihm getäuscht habe, das ist so einfach nicht zu beantworten. Es ist bedauerlich und das sieht der Jürgen Klinsmann selbst so, dass er dort eine, ich nenne es mal Kurzschlusshandlung vollzogen hat. Ich habe schon gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das kann man als Jugendlicher vielleicht machen, aber im Geschäftsleben, wo man unter Erwachsenen ernsthafte Vereinbarungen hat, da sollte sowas nicht passieren. Und das sieht er jetzt auch so. Leider ist das Kind jetzt im Brunnen gefallen. Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist. Leider ist die Art und Weise des Abgangs so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm und allen anderen beteiligten Personen so in dieser Form nicht fortführen können. Ob wir in Zukunft, wenn sich in einigen Monaten dann mal die Wogen geglättet haben, in anderer Form auf ihn und auf seinen Rat nochmal zurückgreifen können, das muss man dann sehen. Ich schlage niemals Türen zu. Ich schlage auch niemand K.O., wie das heute in einer Zeitung berichtet wurde. Aber es ist einfach bedauerlich, dass der Abgang so abrupt war und dementsprechend der Jürgen Klinsmann leider dadurch viel an seiner Glaubwürdigkeit hier bei allen Beteiligten verloren hat. Sie hat uns völlig überrascht. Sie kam für uns auch aus heiterem Himmel. Es gab aus meiner Sicht überhaupt keine Anzeichen für einen solchen Schritt, nicht aus der Zusammenarbeit der letzten Wochen, schon gar nicht aus der Verbindung zwischen ihm und mir über die letzten Jahre, die aus meiner Sicht immer in einem konstruktiven Austausch und auch in einer vertrauensvollen Art und Weise geführt wurden. Ja, ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986, und glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich vieles erlebt zu haben. Das, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu, weil es mir und uns als Hertha BSC eben auch überhaupt keine Chance gelassen hat, in einen Austausch zu kommen. Und ich möchte das nochmal klar sagen. Ich bin hier verantwortlich bei Hertha BSC und versuche, meine Verantwortung immer so zu leben, dass ich ausschließlich das Wohl und Wehe von Hertha BSC in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stelle. Und wenn ich darüber nachdenke, wie man Verantwortung gerecht werden kann, dann meint das auch, dass da, wo möglicherweise schwierige Situationen auftauchen, dass man das gemeinsame Gespräch sucht, um Dinge möglicherweise gemeinsam zu überwinden. Das ist nicht passiert.